Ein altes Sprichwort sagt schon: Wer nicht hören will, muss es gespüren. Aber Drohen und Folter haben nix geholfen. Ich hab's gewusst. Er wird's mir nie verraten, wie das kleine komische Ding funktioniert. Der Schlüssel in eine andere Welt. Doch einfach aufgeben. Hexen mit ihren finsteren Dämonen. Für sie war's ein leichtes, die Manda zu finden. Und ihnen ihre Gedanken zu entreißen. Und auf einmal habe ich sie gesehen. Die Zukunft. Zum Greifen noch. So wunderschön. Ein bisschen seltsam und verrückt war die Welt schon, wo man mit Seilbauten auf die Berggipfel auffliegt und sich dann wie einer mit komischen Bretter runterrutscht. Die einen besser, die anderen schlechter. Thank you.
Was man mit den Brettern alles machen kann, ist schon nicht schlecht. Der Wald, so unheimlich und schön, wie er oft ist, hat von seinem Zauber noch immer nichts verloren. Wenn einmal der Boden gefriert, das Wasser sich langsam verwandelt. Die Kälten in die Bäume kriecht. Der erste Schnee sich auf die Berg legt. Nebel und die Stille kommt. Dann ist es doch da genau am schönsten. War das Wetter einmal nicht berauschend, da wollt was allemal. Geschichten gehen umher, um die White Blood Bande. Da hätten wir einmal den Mr. Huber. Ein Gentleman, ein Frauenheld und ein fester Weiberer. Der hat nichts anbrennen lassen. Oder Lucky Boy, wie sie ihn nennen. Der älteste von die Gigler-Brüder. Wo er mitspielt, gibt's kein Gewinnen. Außer er hat einmal nicht die richtigen Karten. Monha sagt, er kommt direkt aus der Hölle. Ein eiskalter Hundling. Mr. Dos Protos. Was er angeht, macht er auch fertig. Und da waren ja noch die anderen zwei. Mr. Probst, verrucht
unberechenbar und sauft wie ein Loch. Und Mr. Widnick, ja, der kann einstecken. Ihnen begegnen wollten auf keinen Fall. Immer auf der Pirsch noch einen neuen Abenteuer. Auch in derer neuen Zeit war seinen kein Weg zu weit, kein Berg zu hoch, kein Ring zu steil.
mit dem Sessel, komische Glaskosten oder gar zu Fuß auf die Berg. War ja noch nicht alles. Fliegende Kutschen, die sich wie von Geisterhand in die Luft aufschrauben. Um noch gemütlicher, noch schneller, noch höher auf die weißen Riesen zu kommen. Es war nur eine Frage der Zeit, dass sie uns finden. Und der Preis wird verdammt noch einmal hoch sein. Langsam verstehe ich das Ganze. Es muss die absolute Freiheit sein. Durch den tiefen Schnee zu schweben,
die Natur zu spüren und frei sein von jedem Gedanken. Ein Schatz wertvoller als das ganze Gold da draußen. Thank you.
Vater hat einmal gesagt, in die Zukunft zu schauen, ist nicht gut und bringt gleich Unglück. Aber verdammt noch einmal, das war es wert. Zunge, bitte die Kamera schauen. Bitte die Kamera schauen. Du stehst falsch.